Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um das Thema Kühlsystem abdrücken bzw. Kühlsystem auf oder Kühlwasserverlust, VW Kühlwasserverlust. Hier geht es einmal darum, wir hatten im Livestream drüber gesprochen gehabt, und zwar geht es einmal darum, diesen Koffer habe ich euch vorgestellt, und zwar als Entlüftungskoffer. Mit diesem Koffer könnt ihr natürlich auch Druck ins System ausüben. Da ist eine Pumpe dabei, da gibt es unterschiedliche Adapter, so dass ihr das Kühlwassersystem komplett entlüften könnt und natürlich befüllen könnt und Druck ausüben könnt, also in das Kühlsystem Druck aufbauen könnt, um zu gucken, wo er bei euch Kühlwasser verliert. Und das möchte ich einmal mit euch zusammen machen. Ich weiß, wo er hier auch schon Kühlwasser verliert. Und es geht mir jetzt nicht darum, euch unbedingt diesen Koffer zu verkaufen, aber es geht darum, euch zu zeigen nach einer Alternative, wenn ihr Kühlwasser verliert, wenn euer Motor Kühlwasser verliert, wie ihr das diagnostizieren könnt, selber diagnostizieren könnt oder wie man das machen kann. So, da gibt es den Koffer, da gibt es unterschiedliche Adapter. Wir gehen gleich einmal dran. Und dann machen wir einmal Druck drauf. Hier ist übrigens der Kühler kaputt. Da verliert er minimal Kühlwasser. Und das werden wir gleich sehen. Und das wollte ich einmal mit euch zusammen machen, euch zeigen, dass ihr mit dem halt nicht nur entlüften könnt, befüllen könnt, sondern auch Druck ausüben könnt, um nach einem Kühlwasserleck zu suchen. Ja, das könnt ihr, welchen Vorteil habt ihr mit dem System? Ihr könnt natürlich im kalten und im warmen Zustand Druck ausüben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Möglichkeit nicht habt und Kühlwasser sucht, dann müsst ihr den laufen lassen, damit sich Druck aufbaut im System. Dann ist der Motor warm, weil manchmal verliert er im kalten Zustand Kühlwasser, manchmal im warmen Zustand. Und das ist halt eine gute Möglichkeit, weil irgendwie muss man ja Druck ausüben, um Kühlwasser zu finden, wo er das verliert. Damals im Aufkrampf, wo es diese Koffer noch nicht gab, wo es noch schwierig war, überhaupt irgendwas zu bekommen, Kühlwasserbehälter auf, irgendein Stopfen mit Ventil drauf, einer pustet, hält und der andere sucht. Und mit den Adaptern kann man das jetzt sehr, sehr bequem machen. Ich würde es euch einmal zeigen, vorstellen. Und alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Interesse habt an sowas, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr den minus 5%. Ich würde sagen, achso, das ist ein VW Passat übrigens. Der ist natürlich für Mercedes, BMW, Opel, Jeep, alle möglichen Fabrikate. Am besten Link abchecken, da gibt es einmal so eine PDF, wo ihr lesen könnt, ob euer Fahrzeug mit dabei ist. Und ja, ich würde sagen, also 2 Liter müsste sein oder der 1,9er, auf jeden Fall Motorcode BMM ist das. Auf jeden Fall VW Passat, der Motor ist im Touran drin, Golf, Passat, Jetta, der ist überall drin. Ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein. Werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30. 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. So, ich stelle euch den Koffer nochmal vor, weil manche kommen eventuell neu auf das Video und kennen das Entlüftungsvideo nicht. Deswegen
erkläre ich das nochmal auf Schnelle. Also ihr habt die Möglichkeit, damit könnt ihr das Kühlwassersystem unter Druck erzeugen und dadurch könnt ihr auch prüfen, ob das System dicht ist. Ne? Also, genau, wir nennen das Video Dichtigkeitsprüfung. Ihr könnt per Unterdruckdichtigkeit prüfen und per Druck könnt ihr Kühlsystem prüfen. Ne? Also ihr macht Unterdruck und wenn Unterdruck abfällt, dann habt ihr natürlich irgendwo ein Leck. Oder ihr macht Druck drauf und wenn Druck wegfällt, habt ihr natürlich auch ein Leck. Und wir werden heute mit euch Druck ausüben, weil Unterdruck haben wir schon mal gemacht. Mit Unterdruck befüllt man auch. Man entzieht komplett alles und dann befüllt man das mit frischem Kühlwasser. Also ihr könnt Unterdruck machen, da geht ihr einfach auf das Video Kühlsystem befüllen. Da habe ich euch gezeigt, wie man das Ganze hier anwendet. Man macht Unterdruck. So, es gibt die unterschiedlichsten Adapter. Da gibt es dann auch einmal Kühlsystem, Prüfkoffer, Anleitung. Da sind alles nummeriert, welcher Adapter für was ist. Wir benötigen diesen hier. Und den schraubt ihr halt drauf. Das sind nicht einfach irgendwelche Adapter, sondern passend mit den Dichtungen, dass das auch wirklich dicht ist, weil manchmal sind ja das Gewinde vorhanden, aber der Kühlwasserbehälter hat ja einen Überlauf und der muss ja dann auch zugemacht werden, deswegen sind das spezielle Adapter. Und natürlich auch für die koreanischen, japanischen Fahrzeuge, Opel, Ford, BMW, alle möglichen Adapter sind dabei. Und halt, ja, wer Temperatur messen möchte, das ist ein, um die Temperatur zu messen. Das ist der Schlauch zum Befüllen, das ist zum Unterdruck erzeugen und das ist zum Druck erzeugen. Und das machen wir jetzt auch. Ja, wie geht man vor? Deckel ab. So, und hier merkt ihr auch, man kann jetzt nicht einfach hier zuhalten und Druck drauf geben, er würde Druck verlieren, weil er hier einen Überlauf hat. Da ist der Überlauf. Das bedeutet, man muss das hier zumachen. Und die Adapter sind natürlich auch dementsprechend, dass die auch mit der Dichtung halt unten das Ganze zumachen. Adapter drauf. Festziehen das Ganze. Dann nehmen wir einmal die Pumpe drauf und üben Druck aus. Kühlwasser noch drin? Ich hoffe mal. Müsste eigentlich. So, wir gehen jetzt mal auf 1,5. Da. Nicht über den roten Bereich gehen. Wir sind jetzt bei 1,5. Und lassen das jetzt mal ein bisschen, damit er abfallen kann. Und dann zeige ich euch, dass das abfällt. Und dann während der Zeit hat man die Möglichkeit natürlich rumzusuchen. Ich weiß, wo er Kühlwasser verliert. Deswegen brauchen wir nicht rumzusuchen, aber da fällt schon minimal die ganze Zeit ab. Wir geben dem mal ein paar Minuten. Und so sieht das Ganze dann einmal aus. Und das darf natürlich nicht sein, dass Druck abfällt. Dann heben wir mal hoch, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und hier ist natürlich eindeutig, was hier los ist. Da sieht man es, es ist gewölbt und da tropft es auch runter. Erstens haben wir eine Pfütze unten, dadurch, dass wir natürlich da Druck ausüben konnten. Und hier könnt ihr sehen, der Kühler ist geplatzt, da läuft die ganze Suppe raus. Und so kann man das Ganze suchen, diagnostizieren, wo das Problem ist. Ja, Leute, und so kann das Ganze dann auch einmal aussehen. Den Kühler werden wir natürlich austauschen, da wird ein Video folgen für den einen oder anderen, wen es interessiert oder ein Tutorial sucht, braucht, wie man so einen Kühler wechseln kann. Ja. Ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Abo ist immer noch kostenlos. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!